EA Productions. EA Productions liest Theodor Koch Grünberg, Indianermärchen aus Südamerika. Heute die erste Paschioba-Palme. Vor vielen, vielen Jahren kam aus dem großen Wasserhaus, der Heimat der Sonne, ein kleiner Knabe, der so wunderschön singen konnte, dass viele Leute von nah und fern herbeieilten, ihn zu sehen und zu hören. Der Knabe hieß Milo Maki. Als aber die Leute, die ihn gehört hatten, heimkehrten und Fische aßen, fielen sie alle tot nieder. Da ergriffen ihre Angehörigen Milo Maki, der inzwischen zum Jüngling herangewachsen war, und verbrannten ihn auf einen großen Scheiterhaufen, weil er schlecht wäre und ihre Brüder getötet hätte. Der Jüngling aber fuhr bis zu seinem Ende fort, wunderschön zu singen, und als schon die Flammen an seinem Leib emporleckten, sang er: »Jetzt sterbe ich, mein Sohn, jetzt verlasse ich diese Welt.« Als sein Leib von der Hitze anschwoll, sang er noch immer in herrlichen Tönen: »Jetzt zerbricht mein Leib, jetzt bin ich tot.« Sein Leib zerplatzte. Er starb und wurde von den Flammen verzehrt. Seine Seele aber stieg zum Himmel. Aus seiner Asche erwuchs noch an demselben Tage ein langes grünes Blatt. Es wurde zusehends größer und größer, breitete sich aus und war am anderen Tage schon ein hoher Baum, die erste Paschioba-Palme. Denn vorher gab es diese Palmen nicht. Die Leute aber machten aus ihrem Holz große Flöten, und diese gaben die wunderschönen Weisen wieder, die einst Milo Maki gesungen hatte. Die Männer blasen sie bis auf den heutigen Tag, jedes Mal, wenn die Waldfrüchte reif sind, und fasten und tanzen zu Ehre von Milo Maki, der alle Früchte geschaffen hat. Die Weiber aber und die kleinen Knaben dürfen die Flöten nicht sehen, sonst müssen sie sterben. EA Productions.